It's not today. Auf Lizenz. Was kostet so ein, denn so ein Trainer? Also ein Trainingsplan kostet, glaube ich, 30 Euro im Monat. Also wie ein Besuch im Fitnessstudio. Plus, dass es 1000 Mal kontrollierter ist. Wir machen Sunfire hier draus, ne? Ich hoffe, dass jetzt Gold rauskommt. Ich weiß nicht, ob man das freezen sollte. Ansonsten, mein Robot ist ein bisschen teurer, ja. Ein bisschen sehr viel teurer. Aber er will ja auch davon leben. Und Robot, bei Robot bezahle ich ja die lächerlich hohe Flexibilität. Scheiße, freeze ich das? Nee, na. Nee, machen wir nicht. Fuck, wir hätten freezen sollen. Aber das kann man ja nicht wissen. Spielst du auch Hyper Roll? Nee, Hyper Roll nicht. Einmal wöchentlich 380 Euro im Monat. Bei mir ist es noch ein bisschen günstiger, aber ich habe 2 Termine. Könntest du mal Thrash mitnehmen? Den hier. Oh, das spiele ich beides sehr gerne. But not today! Not today! Das ist eine Menge Gold, ne? Das Problem ist, dass ein Win niemals drin ist. Was tun, wenn kein Win drin ist? Das Rotatorentraining weitermachen. Ja, muss man das machen, was ich, was seinem gut tut. Nimmst du eigentlich Supplements? Ja, ich nehme mal so dieses Whey. Whey! Kreatin habe ich auch mal genommen, aber aktuell mache ich das nicht. So, kriegt er eigentlich auch AD dazu? 40. Warte mal, was? Wieso hat sie denn zweimal geholtet? Ah, you can do it. Ja, seine Animation dauert zu lange. So. Kreatin 10%. Ja, das ist ganz gut. Ich würde auch lieber Kapseln empfehlen. Ich habe immer Kreatinpulver, aber das tiltet übelst, oder? Kreatinpulver tiltet leider, weil das so... komisch ist. Also so, als wenn du Sand isst. Auch wenn du das übel rührst und übelst auflöst, ist es bei mir so ein Zahnsand, sandiger Zahngeschmack. It's terrible. Kreatinpulver ist nervig, löst sich nicht auf. Es löst sich nicht auf. Ich glaube, das soll es auch gar nicht, ne? Also musst du dir vorstellen, an meinen weirden Tagen habe ich Kreatinpulver genommen und habe es in meinen Mund gekippt und dann getrunken erst. Weil dann war auch nichts übrig in dem Glas oder so. Ich weiß nicht, ob ich den... What the fuck is she doing? Die ist ja hyperdrunk. Wir haben einfach die Jadefigur geschossen. Aber es gibt auch Kreatin-Kapseln tatsächlich. Und das ist etwas, das ich empfehlen kann. Leute, wer kennt Capsuzet? Wenn wir schon mal bei Kapseln sind. Wer kennt Capsuzet?
Baloo und Senecus. Krass, ne? Einfach so ein Kackwurst. Ich habe gestern Darkwing Duck mal geguckt. Wir haben gestern quasi Kenobi geschaut. Und dann haben wir noch geguckt. Ja, was können wir noch schauen? Und dann habe ich wieder Darkwing Duck geguckt. Und die Serie fand ich eigentlich immer sehr geil. Und dann ist mir aufgefallen, boah, die haben schon damals halt wirklich keine Ahnung gehabt, ne, wie man Serien macht. Das war schon... Also Animationen, irgendwelche weirden Sprechpausen dazwischen. Das war schon einfach schlimm. Ich habe Darkwing Duck eigentlich nur mit positiven Sprüchen in Erinnerung. Aber das war so richtig cringe. Wieso bin ich Erster? Das war ganz weird. Leider weird. Also Bogen wäre für uns das Schlechteste. Der Rest ist übel gut. Boah, die sind übel rich, ne? Die sind rich as fuck. 5 Subs, wenn du mir sagen kannst, wie die beiden Luftpiraten hießen. Neben Don Canalia. Ich glaube, ich weiß noch, wie der eine aussieht. Der eine auch so ein Hund mit so einem übelsten Kinn. Aber wie sah der andere aus? Also ich kann es auf jeden Fall nicht sagen. Aber... Don Canalia sah mal sehr gut aus, muss ich sagen. Der war ein gutes Design. Okay, das verliere ich extrem hart. You can't beat Sunfire. Impossible. Sunfire ist gigabroken. Tariq ist echt am Tryhard, ne? Aber man kann Sunfire nicht besiegen. Gab es ein Set, wo Sunfire nicht gigabroken war? Also müsst ihr euch vorstellen, wir sind gerade HP-wise mit Absicht low. Damit wir ein Gold-Units rollen. Und guck mal, was The Riot Games dir gibt. Ne? Es ist terrifying. Oh, hey, hi, guys. Ah, ja, kein Spellcraft. Wie ist der Adjutant von Oberst Kübel? Okay, Oberst Kübel kommt mir auch noch bekannt vor. Das war auch so eine Russland-Verarsche, ne? Mit sibirische Schweine. Rice auch weird, ne? Rice greift nicht die Unit vor ihm an, sondern er wählt eine aus und beschießt die sehr direkt, ne? Aber ich kenne die alle nicht mehr. Kennt ihr die Folge mit dem Götzen? Ja, die Folge mit dem Götzen war so richtig krass, ne? Das war so ein bisschen wie so eine Drogenfolge auch. Aber es war eine sehr lustige irgendwie. Aber wahrscheinlich, wenn ich sie jetzt nochmal gucken würde, würde ich sagen... Hilfe. Also wir haben die nötige Kohle. Wir haben Nidalee-Spieler, das ist auch gut für uns. Ein Jahr pure Defi, dankeschön. Oh, der gibt auch nicht Armor, ne, der Typ. Okay, Shen brauchen wir nicht. Also wenn wir jetzt zweimal Crit rauskriegen, wäre einfach legendär. Nur Gold ist auch sehr gut. Bogen ist terrible.
Puh. Das ist bad. Das waren furchtbare Rolls. Not gonna lie. Furchtbare Items und furchtbare Rolls. Hast du mal Mirage ausprobiert? Hm, ne. Oh, der wird uns zerstören und danach noch beerdigen. Einfach Varus auf 2. Varus auf 2 und Rageblade ist schon... ist schon harter Nightmare Fuel, muss ich sagen. Very hard fuel of the nightmare. Preparation könnte hier gut sein. Eieieiei. Oh my god. Jesus Christ. Das wird nicht gut. Also gar nicht. Also bisher unsere Ezreal-Trefferquote. Not good. Also, wir haben schon ein bisschen Gold verbraucht. Ich kann jetzt auch nicht Karma so viel geben. Das ist ja auch nicht gut. Ich meine, irgendwann muss ich es machen. Die haben alle einen Varus 2, ne? Das ist crazy. Spielt man dann Mage Varus? Nee, ne? Ich meine, das sind gute Loses. Oder? Oh, wir hätten das fast gewonnen. Aber es ist ein guter Lose. Und das kam mal. Der Schuss kam nicht schnell genug an. Also, wenn das Ziel ist, Preparation so gut wir können zu nutzen, dann machen wir das gerade sehr, sehr gut. Wenn aber gerade das Ziel ist, andere zu heilen, dann machen wir auch das leider sehr, sehr gut. Thresh, mach dein Ding. Wie lange daneben betäubt, ne? Ist illegal. Komm, noch ein Hook, Bruder. Oh, schade. Ah, das sind aber auch die Loses. Das sind die guten Loses, tatsächlich. Okay. Also, Spell Crit. Wäre schon sehr gut. Spell Crit wäre schon very good. Ich überlege, ob wir das erstmal Karma geben. Und dann geben wir Ezreal mehr Items. Sunfire oder Ionic auf Leona wäre auch fantastisch. Ich glaube, wir geben das erstmal Karma.
Eventuell sogar schon den Giant Slayer. Die Sinn können wir jetzt auch spielen, um Karma mehr EP zu geben. Awan ist natürlich Hardcore für uns. Der Giant Slayer wäre hier schon nicht schlecht. Ne? Wobei, das triggert bei dem gar nicht. Der hat nur 2000 Leben. Wow, wieso hat der nur 2000 Leben? Der Drache hat nur... Dieser Drache, der übel tanky ist. Jetzt müssen wir so... Also ich weiß, Leute, das ist das Problem an Lee Sin. Er kommt immer wieder zu mir. Also, eigentlich wollte ich Esper spielen. Oh mein Gott. Wir werden so hart losen. Das ist mein Lieblingskampf. Hä? Was war das für ein Kick? Jetzt weiß ich, wie es ist, Leute. Jetzt weiß ich, wie sich das anfühlt. Komm, Overtime. Oh, zu früh. Na gut. Verlieren mussten wir. Tarik tauschen. Ne, noch nicht. Er ist, glaube ich, noch nicht full prepared. Sind das schon 4 Striche? Ne, es sind schon 4 Striche, ne? Ja, es sind schon 4. Okay, jetzt kann ich ihn tauschen. So. Jetzt kommt eigentlich Ezreal rein. Und dann verlieren wir Jade. So, was machen wir denn noch? Also ein Giant Spell noch auf sie auf jeden Fall. So, dann können wir das machen, ne? Also Giant Slayer machen wir definitiv. Giant Slayer BT. Giant Slayer BT. Spell Crit. Mal gucken, vielleicht kriegen wir jetzt ja auch einen natürlichen Spell Crit. Also Jeweled, das wäre auch nicht schlecht. Aber wir haben schon aus Preparation tatsächlich das Beste gemacht. Das ist krass. Wow. Oh my God. Auf
Auf 6 kommt er wieder rein. So. Ich kenne das hier noch gar nicht. Könnt ihr den hier bitte töten? Ja. Ist auch ein Lee Sin-Spieler, ne? Es werden immer mehr. So, also Winrate-mäßig sieht sehr gut aus. Einfach 20 Gold ohne Hits. Brutal, ne? Brutal. Tari können wir langsam mal hitten, das ist ja nicht schlecht. Ansonsten. Ja. Würde ich jetzt langsam mal einen Sunfire nehmen wollen. Wir müssen jetzt leider hochgehen. Ist das Heden nicht besser macht. Das ist schon bankmäßig Nightmare Fuel. Es ist wirklich Nightmare Fuel. Aber das ist witzig, ja. Dem hier. Taunt all enemies within range. Enemies that attack the guardians. Shield. Also die bringen sich selber um, ne? So ein guter Los. Ein guter Los. So. Also wir brauchen das hier, ne? Ne, Sunfire wollten wir eigentlich nehmen. Wir machen, glaube ich, erst einen Sunfire. Und erst einen Sunfire. Weil wir brauchen jetzt mehr Damage von der Liona tatsächlich. Gestern auch die Com probiert. Welche Kombo sieht momentan Busted aus? Das sind so viele Top 4. Also das teste ich, wie gesagt. Hier muss man ein bisschen Glück haben, weil du rollst halt viel. Rollen. Ich treffe halt viele Lee Sins. So, Lee Sins treffen, da bin ich wirklich gut. So, wie oft geht denn das? Every 2 seconds. Enemies that attack guardians take magical damage shield. Up to once per second. Ja, das ist nur einmal pro Sekunde. Also es ist süß, aber nicht gut. So, jetzt hat die Frage, kriege ich den tot? Bei Sona ist natürlich auch für mich absolut Nightmare. Horn ist Nightmare. Ezreal hat noch nicht das nötige Tempo. Also ich finde es schon krass, dass ich den hier schon Schaden mache. Sona geht mir so auf die Ketten, ne? Aber der Win-Streak ist gebrochen! Ne, der Lose-Streak. Ich bin ein Lee. Oh, das ist ein guter Row. Aber leider kein Hit. Das war ein guter Roll tatsächlich. Viele Einer-Units, aber nicht die, die ich brauche. Der braucht Spellgrid, ne? Der sucht das verzweifelt. Aber das ist meine Comp, ne? Die spiele ich halt auch sehr gerne. Aber spielen halt gerade drei Leute, ne? Selten sehe ich das. Für die Karma weiter sammeln. Na, Karma ist auch so ein netter Nebentank. So, Lee Sin hat daneben gekickt. Jetzt hat er getroffen. Die Frage, kriegen wir ihn down? Wir haben ja auch noch einen Lee Sin. Seht ihr? Auch wir haben die Waffe gegen uns selbst gefunden. Warum leuchtet dein Board?
Ach so, weil Preparation. Die kriegen quasi, alle, die auf dem Board jede Runde stehen, kriegen 8 Damage und 8 AP. Das ist ganz nett, weil wir haben halt wirklich gute Stats dadurch. Und die kriegen quasi alle 2 BFs und 2 andere Sachen. So, das ist gar nicht so schlecht. Das ist nämlich Instant Spell Crit. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ja, das ist natürlich schlecht. Aber das geht auch. Die falsche Taste gedrückt. Passiert. Passiert dem Besten. So. Okay, also Leona ist fast ready. Also wir können, glaube ich, nicht mehr Vierter werden. Denn wir müssen schon sehr auf Glück hoffen. Also jetzt ist es nur noch Glück. Dass er hier Set rollt, ist wirklich fantastisch für uns. Aber ich glaube, wir müssen jetzt... Müssen die jetzt treffen. Okay, noch ein Ezreal. Okay. Und dann machen wir jetzt noch einen Guardian. So, das hätte 6 Runden vorher passieren müssen. Ist es leider nicht. It's too late. Aber Leona... Leona weiß ich nicht, ob sie die tot kriegen, ja. So, jetzt kommen wir auf 7. Kennt ihr das, wenn ihr nach dem Treasure Drake auf 7 geht? Jetzt haben wir 4 Guardians. Der maximale HP-Shield ist auch nicht schlecht. Wie kriegen die denn jetzt? Also, sie hat... 3600 Leben. 3600 Leben bedeutet einen Shield von 1800. 6% von 1800. Wie viel 6% von 1800? Los. Wie viel? Oh, der Hook. 108. Ich glaube, Nidalee muss halt Front-to-Back spielen. Ne? Front-to-Back, Nidalee tut mir wirklich sehr leid. Impossible to win. So, jetzt wollen wir auf 8 gehen und dann tun wir Idas rein. Und dann sind wir fertig. 6% von 1000, von 3600. Nee, von dem Shield. Enemies that attack Guardians. Oh, Units Max Health. Oh, I'm sorry. Das war ich nicht, das wart ihr. So. Das heißt 36 mal 6. Kann keiner rechnen. Impossible. 36 mal 6 ist sowas. Also 260. 260. Oh, das ist terrible. Heroic Presence ist ja mal übel bad. Holy shit. Ich hoffe, das Ohren da einholtet. Töte ihn bitte vorher. Schade. He tried. Hey, wir sind schon der Vater von Tanky, ne? Das muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Wir sind schon abartig, Tanky. Pro Angriff. Nee, nicht pro Angriff. Das hat eine Sekunde Cooldown. Unfortunately, it has Cooldown.
So, das sammelt Gott sei Dank keine Sau ein. Wir können jetzt Lee Sin zum Guardian machen oder Karma zum Guardian. Ich glaube, ich mache Karma zum Guardian, oder? Karma hat bessere Stats. Und Karma ist einfach lustig. Wir können dann auch ohne Idas spielen. Und auf 8 6 Guardians spielen. How about that? Der Dragonmancer Buff ist schon auf hier drauf. So, da ist der Lee Sin. Das ist mein Bild, aber er spielt mit Gunblade, das ist Tarot. Er versucht das auszugleichen, indem er zwei Lee Sins spielt. Aber Gunblade ist nicht so gut. Und der Lee Sin, der macht halt keinen Schaden an der Dings, ne? An der Leona. Der Ezreal heilt sich im besten Fall hoch. Ja, Leona ist halt eine absolute Maschine. Leona hat Most Damage. She's crazy. Deswegen Sunfire, Leute. Der True Damage Anteil ist ganz okay. Das sind ja keine guten Ezreal-Item, aber ich glaube, gegen die Lee Sin Builds ist es gut. Wobei. Also gegen den mache ich richtig viel Bonusschaden. Ich mache sogar gegen ihn Bonusschaden, ne? Also es ist nicht hyper bad, aber es ist halt nur bad. So, jetzt haben wir Elise hier. Aber gegen ihn, der muss Front-to-Back spielen. Also er ist halt das krasseste Opfer, das du dir vorstellen kannst. Also bei ihm triggern halt... Bei ihm triggert Giant Slayer. Und er muss Front-to-Back spielen. Und Front-to-Back ist halt einfach nur... Wie kommt er an dieser Leona vorbei? How? Und keine Drachen. Und krieg keine. Also Idas kommt eigentlich in die Comp rein. Idas habe ich noch nicht gesehen. Und wenn man... Oh! The Bramble! Bramble West ist richtig gut. Kann Ezreal den Drachenbuff haben? Nee, dann müsste ich Dragonmancer aus ihm machen. Das würde einen Item-Slot einnehmen, tatsächlich. Er würde halt jetzt 40 AP kriegen. Das wäre sehr schlecht. Wie Damage hat sie getankt? Ah, schade. Hier. Probably a lot. Bramble West ist schon hart. Hart unangenehm. 6 Jade dann. Nee. Also mit dem Jade Drachen könnte man. Ja, mit dem Jade Drachen könnte man Braum rausnehmen und 6 Jade machen. Ja, das geht. Direkt 8 müssen wir noch nicht. Wir können uns noch einen Loose gefallen lassen. Wenn wir jetzt einen getroffen hätten, dann ja. Aber ich weiß nicht, ob 6 Guardian. Also 6 Guardian ist nicht gut. Also wir nehmen wahrscheinlich Idas. Oder eigentlich so der Jadeboy, da habt ihr schon recht. Wir haben bloß keine Items für den Jadeboy. Yasuo ist sehr gefährlich. And he dead. Get crit. Get critted.
Also den können wir spielen. Können wir aber auch versuchen, auf 9 zu gehen sogar. Aber eigentlich will ich den nicht. Idas ist schon besser. Der andere ist schon besser. Idas gibt halt noch ein Schimmer-Item. Das können wir Karma geben. Außer es ist das AD-Ding. Aber wahrscheinlich würde ich auch das AD-Ding hier geben. So, der hat auch einen dicken Tank vorne, ne? Der Ezreal muss jetzt halt mal ein bisschen tryharden. Entität. Ja, wir kriegen ja nicht den richtigen Drachen tatsächlich. Also 9er Guardian ist auch nicht gut. Muss ich sagen. Wir spielen gegen den, ne? Der hat halt den da, ne? Der ist eklig. Ich hoffe, der stellt den nicht um. Okay, ne, er hat es umgestellt. Ist egal. Sonst hätte ich versucht, mit Thrash zu hooken, aber es ist Wurst. Also Banshees macht es eh kaputt. Na, vielleicht gibt es einen zweiten Hook. Vielleicht kann ich mich auch eines Tages bewegen. Und Thrash können wir nochmal hooken gleich, ne? Ja, wir können uns nicht bewegen. Habe ich jetzt gerade zu wenig Schaden gekriegt? Kann das sein? So, nochmal Spell Crit. Ne, Statics brauche ich. Statics ist sehr gut. Weil er aber keine Penetration. Is no Penetration. Das ist krass. Oh, das ist gut für uns. Das ist ein Geist, ne? Ein Geist ist auch gut für uns. Orm ist dead. Hast du schon mal eine Ohrenult gesehen, Leute? Der gibt sich Mühe, ne? Aber. He alone. Luna Items of Idas. Ich glaube, die Luna 3 ist immer noch besser als Idas. Sie hat mehr HP. Wobei, ja, muss 1000 abziehen. Schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Jonas Guardian. Beide. Das sind beide Guardian. Wir gucken mal. Ich meine, wir haben nicht viele Optionen zu gucken. Wir gucken trotzdem. Also hier ist das Problem. Ich werde hier Crowd Control des Todes. Ja. Ich bewege mich einfach nicht. Oh, das waren schlechte Federn. Deswegen spiele ich Xayah ja nicht. Hold up. Hold up! Something ain't right. Es ist halt einfach terrible. Also das Schlimmste ist, dass wir gegen die Comp cornern. Das Punishment ist nicht groß genug. Also normalerweise müssten wir so hart auf die Fresse kriegen. Ne?
Wir cornern halt schon sehr hart. Jade Drache ist auch cool. Aber 6er Jade macht hier, glaube ich, nicht viel. Ich glaube, er muss einfach nur Lack haben mit ihr. Sie ist halt pure RNG. Ich will mich aber auch nicht anders stellen, tatsächlich. Das war aber eine schlechte Ult. Da waren nicht alle gefiert, oder? Oh oh. Oh, Yasuo ist fast tot, ne? Ja, fast schon Glück, von Glück sagen. Wisst ihr, die Fehlern, aber ihr sind buggt. Seht ihr? Wer gewinnt das? Ich sag ja, die Federn sind einfach buggt. So. Xayah ist einfach der Vater von Random. Bei der CC würde ich ausrasten. Tarik Items of Idas. Hm. Also bisher habe ich ja keinen Grund, ne? Weil die CC stapelt sich auch, ne? Also es ist jetzt nicht so überragend, wie man denkt. Das Witzige ist, er baut ja trotzdem EP auf, ne? Guck mal, wie schnell die Shyvana tot ist. Ich sterbe halt leider so schnell. Ja, das ist halt Xayah. Xayah ist useless. Also das ist die dümmste Com ever made in history. Aber Xayah ist auch random shit. Xayah ist halt einfach betrunken und scheiße.